In diesem Video sehen wir uns an, wie Übersetzungen in ein Datenmodell hinterlegt werden können. Wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Ich bin nun mit dem Visual Studio Data Tools auf das AdventureWorks Datenmodell verbunden. Darin befinden sich zwei unterschiedliche Datenmodelle. Einerseits die AdventureWorks und andererseits die Mind Customers. Ich wähle nun im ersten Schritt die AdventureWorks Datenbank aus und habe nun ein neues Menü mit der Möglichkeit, Übersetzungen zu hinterlegen. Ich wähle das aus, erhalte nun ein neues Fenster. Der Aufbau dieses Fensters ist gestaltet wie eine Tabelle. Ich habe in der ersten Spalte die gesamte Auflistung aller Dimensions- und Measure-Felder. Und jedes dieser einzelnen Zeilen kann ich nun in beliebigen Sprachen übersetzen. In diesem Fall ist bereits die AdventureWorks das Startmodell mit zwei Sprachen ausgestattet. Das wäre Spanisch und Französisch. Und jetzt möchte ich nun eine neue Sprache hinzufügen. Das mache ich hier in diesem Menü Neue Übersetzung und erhalte ein Fenster mit der Auswahl aller möglichen Sprachen. Ich wähle nun Deutsch und bekomme eine neue Spalte. Und jetzt kann ich nun für meine Dimensionen, beispielsweise Date, meine Übersetzung hinterlegen. Oder Customer als Kunde oder Organization als Organisation und Account als Konto. Anschließend speichere ich diese Anpassungen und sehe mir das Ergebnis in Microsoft Excel an. Ich wähle nun in Microsoft Excel eine neue Verbindung auf die AdventureWorks Datenbank aus. Wähle AdventureWorks, klicke auf Fertigstellen und bekomme eine neue Pivot-Tabelle. Wenn ich mir nun das Datenmodell ansehe, sehe ich bereits die Übersetzungen für die Datumsdimension als auch Konto und Organisation. Wie ihr seht, kann so beliebig viele Übersetzungen am Datenmodell hinterlegt werden. Wenn ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.